Ja, willkommen, liebe Freunde vom Modellpilot EU zum Teil 2 Baubericht zur Extra 330 SC aus dem Hause Multiplex. Ja, also, was kann ich dazu berichten? Übliche Multiplex-Spitzenqualität, sie lässt sich wunderbar bearbeiten. Und zwar innerhalb, das Ganze, was ich hier habe, das war eine Sache von 3,5 Stunden bis 4 Stunden Arbeit. Der vorgefertigte M-Frame, der hier drin ist, der knackte mir so ein bisschen zu viel. Den habe ich noch ein bisschen ertüchtigt, indem ich dort Sekundenkleber hineingemacht habe. Ich habe alles hier mit Zacky El Apor gemacht und hier mit dem Aktivatorspray aus dem Hause Krick. Multiplex möge mich jetzt nicht erschlagen, weil ich habe im Laden jetzt kein Multiplex-Aktivierungsspray gefunden. Aber das ist wirklich gut. Das ist hier aus dem Hause Krick, also von Matthias Krick, Modellbau vom Feinsten. Nun, das habe ich genommen. Gibt auch hervorragende Abbindeprozesse hier mit dem Zacky El Apor. Verbraucht habe ich bisher 1, 2, 3 Tübchen. Das ist meine übliche Reserve, die habe ich mir beim Höllein schnell geholt. Und nun, ich bin sehr zufrieden. Mit der Passgenauigkeit, was man auch mit diesem Aktivator sehr gut erreichen kann, dass wenn hier so Nasen überstehen, ja, hau ich mal, die könnt ihr ganz einfach wegkratzen. So, klack, 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 klack. Und dann ist sie wirklich frei, diese Naht wieder. Und ja, ich bin begeistert von der Passgenauigkeit, von den Bauteilen, wie sie ineinander passt. Vom abbildenden Verhalten des Klebers. So ein Rumpf, man kann ja nicht an allen Enden gleichzeitig sein. Man kann aber sich schön nach vorne arbeiten, so, ach, so das zusammendrücken, dass hier die Naht genau passt und hier passt. Dann sieht man, dass das hier noch ein bisschen offen ist und hier offen. Dann geht man hier weiter, drückt das entsprechend hier in die vorgegebenen Bereiche hinein. Das sind Aussparungen innerhalb der Rumpfschalen. In der Seite presst das immer weiter an. Und geht dann einfach rund und zieht es nochmal hier. Und da habe ich hier noch ein bisschen Aktivatorspray genommen und habe die beiden Enden zusammengedrückt. Und dann war der Rumpf fix und fertig dran. Und die Verbindungssteifigkeit ist enorm. Die ist echt gut und leicht vor allem. Positiv ist mir hier aufgefallen, dass das mit diesen Scharnieren sehr leichtgängig läuft. Und ja. Hier darauf achten, dass ihr die Plastikteile, Ruderhörner und so weiter und so fort, schön einsprüht hiermit und satt einbringt mit dem Kleber, dass euch das nicht später rauskommt. Die Servos passen rein, da kommt die Abschussdeckel oben drauf mit zwei Schrauben, dann ist das Servo fixiert drin. Wunderbar. Die Kabel gehen durch den Kabelkanal hier und kommen wunderbar da raus, wo sie rausgehören. Und das ist sowas von gut durchdacht. Seitenruder ist nicht weiter zu erzählen. Das ist sehr einfach, diese Bauteile da einzusetzen. Auch hier hinten sehr gut passend. Da braucht man das eigentlich nur noch einsetzen und mit der altbewährten Methode einfach reinklippen. Klick, klick, ist es drin. Also. So, da ist das Seitenruder drin. Und ihr seht, das ist ganz leichtgängig. Höhenruder, jetzt will ich euch das mal zeigen, das ist ja recht hohl, seht ihr? Um die Verwindungssteifigkeit hinzubekommen, haben die dort keilförmige Balsaholzstege eingebaut und hier vorne ein Kohleholm. Das passt dann so zusammen. Und da hier dieses Element kleiner ist und hier so in diese Schale quasi hineinpasst, bekommt man einen sehr, sehr torsionssteifen Körper, der vor allen Dingen nochmal strömungsgünstig ist. Wenn man das weiter nach vorne gezogen hätte oder hätte hier eine Schale noch weiter nach vorne geführt, das wäre im Abschluss nicht so schön gewesen und vor allen Dingen kompliziert zum Kleben. Achtet bitte darauf, deswegen habe ich jetzt einfach die Kamera rausgeholt, dass sie gerade beim Höhenruder nicht so zusammenklebt, ja, sondern die gerade Linie, die hier ist, beibehaltet. Ja, indem ihr zuerst diese Hälfte zusammenklebt und dann die Seite zusammenklebt, dann habt ihr das Höhenruder dann nicht verzogen. Wichtig ist dabei, dass ihr vorher natürlich hier
das eingebunden habt, indem ihr entsprechend, wie ist denn so rum, müssen wir mal gucken, wie das jetzt da hinten ist, wenn du da reinpasst, dass ihr nicht das so macht, also jetzt falsch anschließt. Klebt es ein. Ja, das wird so sein. Genau, so ist es richtig. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Abstände ein bisschen unterschiedlich sind hiervon. Und ja, dann wird das eingeklebt hier, da ans Ballsolz, da auch, hier oben auch. Und dann kommt die Schale drauf. Wie gesagt, erstmal die eine Seite verkleben und dann die andere Seite verkleben. Ja, dann haben wir das Höhenruder fertig gemacht. Wichtig ist auch diese Plastikteile, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Aktivator satt und damit zack die Elapor hier einkleben. Ich habe normalen Sekundenkleber auch genommen. Ja, es führte dazu, dass das irgendwie, man merkt, das ist wirklich darauf abgestimmt auf dieses Elapor. Das wollte ich euch nur sagen. Das Flugzeug ist schnell fertig gebaut. Ich denke, nach 5 bis 6 Stunden ist das Ding flugfertig. Vielleicht noch nicht konfiguriert, aber Servos sind anschließbar an die Route. Reine Bauzeit schätze ich mal auf 5 bis 6 Stunden. Also, bis dahin, liebe Freunde, und demnächst gehen wir raus, fliegen, wenn das Wetter besser wird. So hoffe ich, ich warte nicht bis Frühjahr. Das reicht ja mal so ein schöner lauer Tag mit 10 Grad, dann können wir da fliegen gehen. Hauptsache es regnet nicht, Hauptsache wir haben schönes Fotowetter und alles passt zusammen. Bis dahin, euer Stefan hier zum Baufazit. Ein tolles Ergebnis bisher und lasst euch überraschen zum nächsten Schritt, zum Teil 3. Ciao.